Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheit oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine Runde um die Medienwelt. Ich bin's wieder, euer Martin. Ja, meine lieben schönen Menschen. Heute geht es um zwei Meldungen aus Österreich. Und die kleine Zeitung aus Österreich, als auch der italienische Südtirol News, haben jeweils eine Meldung dazu veröffentlicht. Und weil ich mir beide nicht allein antun kann, muss ich iFilm mit reinziehen. Links zu den beiden Artikeln gibt es natürlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls das gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort ein Abo raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin rund um Autismus einbringen Kanal, als auch der Link zu meinem David Art Kanal, wo ihr euch meine Comics dabei geben könnt, als auch der Link zu meinem Fanfiction Kanal. Und wir fangen an mit der kleinen Zeitung aus Österreich, der den Titel trägt. Frabetz und Lindner. 31 Monate Haft für Einbrüche bei Ex-ORF-Chefs. Einbrüche bei Ex-ORF-Chefs. Oh. Da gibt es zwei Versionen. Entweder es handelt sich um Einbrecher, die mit dem Programm von ORF generell nicht einverstanden waren. Oder B. Einfach nur aus finanziellen Absichten. Und ich würde mal sagen, fuck mich lang drum rum. Los geht's. Eine 35-jährige Italienerin war Teil einer hochspezialisierten Bande, die in mehrere Villen und Einfamilienhäuser einbrach. Also waren diese Opfer nicht nur Ex-ORF-Chefs gewesen, sondern auch ganz normale Bürger. Aber wir lesen mal weiter. Betroffen waren auch die Ex-ORF-Chefs Monika Lindner und ihr Nachfolger Alexandra Frabetz. Ja, Leute, wie sage ich das jetzt am besten? Da ich ja selbst nicht in Österreich lebe, kann ich das nicht so genau sagen. Ich würde immer noch zu B tendieren, dass es nur aus rein finanzieller und materieller Absicht war. Denn A wäre natürlich unwahrscheinlicher, weil ich als Einwohner von Deutschland kann das ja nicht beurteilen, was im ORF gesendet wird. Denn und wenn ich mal ORF empfangen konnte, ne, das war ja in dem Fall ORF 2 Europe, dann eher in zensierter Fassung. Ich meine, das kennt ihr ja. Ihr habt ja eine TV-Zeitschrift und da seht ihr halt mal so graue Buchstaben. Und diese grauen Buchstaben bedeuten nichts anderes als hin, nur in Österreich empfangbar. Und wenn man außerhalb Österreichs ORF gucken will, dann kommt stattdessen Teletext. So wie Teletext von früher damals, wisst ihr noch? Also Teletext vor allem, meine ich ja. Weiter geht's. Eine 35-jährige Italienerin ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht für Einbrüche in mehreren Villen und Einfamilienhäuser am Stadtrand bzw. in Nobelvierteln zur Verantwortung gezogen worden. Zu den Opfern zählten Ex-ORF-Generaldirektorin Monika Lindner und ihr Nachfolger Alexandra Frabetz, der bis 2021 an der Spitze des ORF stand. Die vierfach vorbestrafte Angeklagte, die einer hochprofessionellen, auf Einbrüche spezialisierten Bande angehörte, kassierte 31 Monate Haft. Ein DNA-Treffer, ihr habt ein R vergessen, klar, die Zeitung, führte zur Italienerin. Mal von einen vergessenen Buchstaben mal abgesehen. 31 Monate Haft. Das sind umgerechnet über 2,5 Jahre. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt damals Bewährung für sie gab. Beim ersten Mal. Ich habe das hier noch nicht gelesen. Aber das kriegen wir spätestens bei den Südtirol-News raus. Und wenn nicht, dann vergesst, was ich gesagt habe. Weiter geht's. Davon wurden 10 Monate unbedingt ausgesprochen. Und unbedingt heißt ja nichts anderes als mindestens 10 Monate Knast. Weiter geht's. Den Rest bekam die umfassend geständige Frau unter Setzung einer 3-jährigen Probezeit bedingt nachgesehen. 3-jährigen Probezeit, also es gab doch Bewährung
Aber man darf sich 3 Jahre lang nicht zu Schulden kommen lassen, sonst wird halt die Bewährung widerrufen und wird in eine Haftstrafe umgewandelt. Also nichts anders als in Deutschland. Weiter geht's. Ausschlaggebend dafür war neben dem Gefängnis der lange zurückliegende Tatzeitraum. Die vom Urteil umfassten Einbrüche hatten sich im Frühsommer 2015 ereignet. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Verteidiger Philipp Wollm war damit einverstanden, die Staatsanwältin gab vorerst keine Erklärung ab. Einbrüche im Frühsommer 2015. Na gut, das ist ja, sagen wir mal, 9 Jahre her. Also ist diese dreijährige Probezeit doch schon gelaufen. Nicht zu Schulden kommen lassen und erst dann Scheiße bauen. Würde zumindest der Drachenlord so erzählen. Aber gut, weiter geht's. Ich bin vollinhaltlich schuldig. Ich möchte mich beim österreichischen Volk und den Opfern entschuldigen, sagte die Angeklagte. Wow, das nenne ich schon mal ein sehr ehrliches Geständnis. Sich auch beim österreichischen Volk zu entschuldigen, das nenne ich doch mal sehr, sehr ehrlich. Weiter geht's. Sie sei damals jung und in einer Notlage gewesen. Und bevor wir da weitermachen. Damals jung und in einer Notlage gewesen. Also, wir haben da eine 35-jährige Angeklagte. Mehrfach vorbestraft und hat dann schon viele Einbrüche begangen. Und 9 Jahre davor war die 35-Jährige noch 26. Obwohl 26 und jung, ja, kann man sagen. Aber wenn man über 30 ist, da würde ich mir lieber Gedanken über das Alter machen. Denn bei mir entsteht ja schon seit ein paar Jahren ein Hubschrauberlandeplatz. Weiter geht's. Ich brauchte Geld für die Behandlung meines Kindes. Die Frau ist Mutter von 4 Kindern. Einer ihrer Söhne leidet unter einer schweren Form von Autismus. Erstens mal. Sie leidet nicht an seinem Autismus selbst, sondern eher an der Umgebung um sich herum. Und er leidet unter der Umgebung, die seine Mutter für ihn anrichtet. Denn sie begeht Einbrüche. Und er versteht nicht, warum Mami immer weg ist. Und kommt nicht mit schwer, leicht oder sonst was zum Thema Autismus an. Und vor allen Dingen Form. Ich forme euch gleich von der kleinen Zeitung in Funny Frisch Chips Frisch. Und wo landen die dann? In meinem Mund. Weil ich habe gleich Hunger hier. Weiter geht's. Mit einer Stammzelltherapie hätte sie sich Linderung seiner Erkrankung erhofft. Autismus ist keine Krankheit. Und das kann man nicht mit einer Stammzelltherapie irgendwie lindern. Kann man nicht. Vielleicht wäre Knast oder nochmal Knast wirklich die beste Lösung für sie. Vielleicht kommt sie da auf andere Gedanken. Weiter geht's. Diese Wunschvorstellung erfüllte sich nicht. Eine Behandlung meines Sohnes ist nicht möglich. Der Autismus bleibt bestehen. Sag ich doch. Autismus ist nicht heilbar. Nächster Abschnitt. Lindner und Vrabetz, Schmuck und Bargeld. Hatte ich doch gleich gesagt, Leute. Es ging nicht darum, dass die beiden Angebrochenen vom ORF sind. Es geht letztendlich nur um das Bargeld und natürlich die materiellen Dinge wie zum Beispiel Schmuck. Weiter geht's. Der Verteidiger wies darauf hin, dass sich seine Mandantin seit 2015 wohl verhalten hätte und nicht mehr strafrechtlich in Erscheinung getreten sei. Bei dem Einbruch bei Monika Lindner hatten die 35-Jährige und ein unbekannter Mittäter Schmuck im Wert von 40.000 € erbeutet.
bei Alexander Vrabets 7.000 Euro Bargeld, Schmuck im Wert von 28.600 Euro und zwei teure Mont Blanc Kugelschreiber. Mont Blanc Kugelschreiber? Warum ausgerechnet Kugelschreiber klauen? Hä? Also, Mont Blanc, was haben wir da? Da haben wir zum Beispiel hier vom Mont Blanc selber, hier ein Kugelschreiber, Luxus, in Schwarz, 270 Euro. Ja, das stimmt, das kostet viel. Oder zum Beispiel ein Füllfederhalter von Mont Blanc, obwohl, wir reden doch über Kugelschreiber, deswegen überspringen wir das lieber. Oder hier, Mont Blanc Meisterstück, Le Grand Gold Kugelschreiber für 446,50 €. Oder, was gibt's da noch? Füllfeder. Und hier noch etwas für 270 Euro. Den Pix Blue Kugelschreiber von Mont Blanc, Luxus Kugelschreiber, 270 Euro. Meine Güte. Gut. Dann war es eigentlich schon von der Seite aus. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie viel so ein Mont Blanc Kugelschreiber kostet. Und wir lesen weiter. Die beiden vormaligen ORF-Chefs wurden vom Gericht auch zeugenschaftlich vernommen. Sie müssen ja auch zeugenschaftlich vernommen werden. Indem sie natürlich die Wahrheit sagen. Sonst macht man sich strafbar. Und das war der erste Artikel. Und jetzt kommen wir zum zweiten vom Südtirol News, der den Titel trägt. Lindner und Vrabnetz, eigentlich heißt er Vrabetz, aber macht ja nichts, wurden vom Gericht zeugenschaftlich vernommen. Oder 31 Monate Haft für Einbrüche bei zwei Ex-ORF-Chefs. Fangt mich lang drumherum. Los geht's. Eine 35-jährige Italienerin ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht für Einbrüche in mehreren Villen und Einfamilienhäuser am Stadtrand bzw. im Nobelvierteln zur Verantwortung gezogen worden. Zu den Opfern zählten Ex-ORF-Generaldirektorin Monika Lindner und ihr Nachfolger Alexander Vrabetz, der bis 2021 an der Spitze des ORF stand. Die vierfach vorbestrafte Angeklagte, die einer hochprofessionellen, auf Einbrüche spezialisierten Bande angehörte, kassierte 31 Monate Haft. Und während sie 31 Monate Haft kassiert hatte, ist diese Bande immer noch aktiv und begeht weiterhin Einbrüche. Auch ohne sie. Wetten das? Weiter geht's. Davon wurden 10 Monate unbedingt ausgesprochen. Also mindestens 10 Monate Gefängnis. Haben wir schon mal besprochen. Weiter geht's. Den Rest bekam die umfassend geständige Frau unter Setzung einer 3-jährigen Probezeit bedingt nachgesehen. Und auch da haben wir schon gesprochen. 3 Jahre lang nichts zu Schulden kommen lassen, sonst heißt es hinter Gitterchen. Weiter geht's. Ausschlaggebend dafür war neben dem Geständnis der lange zurückliegende Tatzeitraum, die vom Urteil umfassten Einbrüche hätten sich im Frühsommer 2015 ereignet. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Verteidiger Philipp Wollm war damit einverstanden. Die Staatsanwältin gab vorerst keine Erklärung ab. Und jetzt zum gleichen Zitat von eben. Ich bin voll inhaltlich schuldig. Ich möchte mich beim österreichischen Volk und den Opfern entschuldigen, sagte die Angeklagte. Sie sei damals jung und in einer Notlage gewesen. Ich brauchte das Geld für die Behandlung meines Kindes. Die Frau ist Mutter von 4 Kindern. Eine ihrer Söhne leidet unter einer schweren Form von Autismus. Ich muss das Ganze nicht nochmal korrigieren, oder? Fakt ist, einer ihrer Söhne leidet eher wohl an der Situation, die seine Mutter halt mit ihm anstellt. Stammzelltherapie. Einfach dem Kind hier irgendeine Spritze reindrücken. Wo ist das Jugendamt, wenn man sie mal braucht? Weiter geht's, komm. Mit einer Stammzelltherapie hatte sie sich Linderung seiner Erkrankung erhofft. Diese Wunschvorstellung erfüllte sich nicht. Eine Behandlung meines Sohnes ist nicht möglich. Der Autismus bleibt bestehen.
und bleibt auch bestehen. Denn Autismus ist nicht heilbar. Das hat sie erst jetzt eingesehen. Weiter geht's. Der Verteidiger wies darauf hin, dass sich seine Mandantin seit 2015 wohlverhalten hätte und nicht mehr strafrechtlich in Erscheinung getreten sei. Bei dem Einbruch bei Monika Lindner hatten die 35-Jährige und ein unbekannter Mittäter Schmuck im Wert von 40.000 Euro erbeutet. Bei Alexander Wrabetz 7.000 Euro in bar. Also sind wir schon bei 47.000 Euro. Schmuck im Wert von 28.600 Euro. Da wären wir genau bei 75.600 Euro. Und zwei teure Mont-Blanc-Kugelschreiber. Also sprich, zweimal 270 Euro dazu. Haben wir im letzten Artikel schon berechnet. Da kommen wir auf 46.140 Euro. Aber jetzt kommen wir zu ein paar Abschnitten, die wir im letzten Artikel nicht gehabt haben. Und es geht los. Ich war übers Wochenende nicht da. Als ich bei der Rückkehr gesehen habe, dass die Türfüllung herausgezwängt war, habe ich mir gedacht, nicht schon wieder, schilderte Monika Lindner den Einbruch vom 17. Mai 2015. Nicht schon wieder? Also wurde vor 2015 bei ihr schon mal eingebrochen. Meine Güte. Was hat sie denn getan, um so viele Einbrüche zu verdienen? Obwohl man vom Verdienen gar nichts mehr sagen kann. Ich meine, gut, man ist beim ORF beschäftigt. Ist eine Sache. Aber war zu dem Zeitpunkt das ORF-Programm so nicht mehr für die Zuschauer gut, dass man jetzt bei denen immer einbrechen muss, oder wie? Meine Güte. Aber lesen wir weiter. Bei ihr sei nämlich kurz davor schon einmal eingebrochen worden. Den Rest, den sie beim ersten Mal nicht gekriegt haben, haben sie jetzt mitgenommen. Also waren es unterm Strich die gleichen Einbrecher. Weiter geht's. Auf die Spur der 35-Jährigen kam man, weil sie unmittelbar davor bei einem gescheiterten Einbruchsversuch fotografiert und aufgrund ihrer Vorstreifen von der Polizei mit dem Lichtbild identifiziert werden konnte, dass sie am Einbruch in die Wohnstätte von Alexander Wrabetz beteiligt war, ergab sich aufgrund von DNA-Spuren am Tatort. Ich war nur 2 Stunden nicht im Haus, erklärte der Ex-ORF-General beim Chefensenat unter Vorsitz von Daniel Petschnicker zum Einbruch vom 2. März 2014. Die Täter seien übers Kellerfenster eingestiegen und hätten, in Anführungsstrichen, einen nicht sehr großen Betrag erbeutet. Einen nicht sehr großen Betrag, also weniger als 76.140 Euro, kann man eher vorstellen. Aber weiter geht's. Der Tresor war nicht aufgebrochen. Also deutlich weniger als 76.140 Euro. Weiter geht's. Die Versicherung hätte ihm den Schaden zur Gänze ersetzt. Und das ist die Hauptsache. Ohne Versicherung müsste man das alles selber zahlen. Weiter geht's. Schlimmeres widerfuhr dem Ehepaar, bei denen die 35-Jährige und ein Mittäter am 9. Juli 2015 ein Gangfenster und die Wohnungstür aufgebrochen hatten. Den Opfern wurde Schmuck im Wert von 500.000 Euro gestohlen. Die 35-Jährige habe davon nur einen Bruchteil abbekommen, betonte Verteidiger Wollm. Sie war das unterste Glied in der Nahrungskette. Sie habe für jeden Einbruch lediglich 1.000 Euro plus die Reisespesen erhalten. Also wurde sie halt von den Verbrechern unterbezahlt. Aber ob das reicht, um eine noch mildere Strafe zu bekommen? Obwohl, verurteilt wurde sie ja schon. 31 Monate. Was soll ich dazu sagen, Leute? Also es ist wirklich eine Geschichte, die hat wirklich stutzig gemacht, würde ich mal sagen. Ich meine, klar, bei den ORF-Chefs wird gerne eingebrochen. Weil
ist das Programm nicht so, wie die sich das vorgestellt haben, wird bei denen eingebrochen. Aber dass es in Deutschland irgendwie nicht so passiert war, ich glaube, es gab keine Meldung dazu. Da könnte ich mir vorstellen, da kann das Programm von ARD und ZDF nicht so schlimm gewesen sein. Aber im Falle von ORF, wie gesagt, kann ich als Nicht-Österreicher nicht beurteilen. Das lasse ich euch mal in den Kommentaren wissen, wie ihr über das Programm von ORF denkt. Das könnt ihr auch in den Kommentaren schreiben. Genauso, wie ihr diese beiden Meldungen haltet. Und vergesst auch nicht, das Video zu liken, als auch das Video zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und wir wechseln dann morgen von Österreich nach Luxemburg. Was sich da ereignet hat, erfahrt ihr morgen. Ich würde mal sagen, ciao Leute!